Lieder, die frohen Lieder, das Herz rate nach Plan. Feiern wir denn dieses Jahr wie immer? Oder sind wir einfach mal spontan? Warum wird das alle Jahre schlimmer? Schon wieder schon. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie ahnen sicherlich, worum es sich heute dreht. Heute geht es um weihnachtliches Konfliktmanagement. Wir hoffen, dass Sie und wir gemeinsam einen Weg finden, die Verbreitung eines weit verbreiteten Erscheinungsbildes zu stoppen, nämlich der chronischen Weihnachtsmuffelei, lateinisch auch Scroogitis genannt. Aber jetzt, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenden wir uns dem perfekten Weihnachtsmuffel zu. Er ist ein wahrer Blutsauger, ein geiziger, gieriger, festhaltender, zusammenkratzender alter Sünder. Verschlossen und selbstgenügsam, ganz für sich wie eine Auster. Die Kälte in seinem Herzen macht sich übrigens auch in seinem äußeren Erscheinungsbild bemerkbar. Seine Gewinne gehen gegen unendlich, seine menschlichen Beziehungen gegen null. Nichts und niemand kann sein Gemüt in Weihnachtsstimmung versetzen. Nichts und niemand. Nehmen Sie die Herausforderung. Wir möchten Sie deshalb bitten, auf ein von mir gegebenes Klingezeichen hin. Ihre Einfälle frei von der Leber weg auszurufen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, dank Ihrer und Charles Dickens Hilfe wird es uns gelingen, einen eingefleischten Weihnachtsmuffel zu euphorisieren. Freuen wir uns, doch machen wir uns auch bewusst, noch liegt Weihnachten vor uns. Weihnachtsmuffelei kann Sie zu jeder Zeit überfallen. Wenn der Baum brennt, wenn die Schwiegermutter ihren Besuch angesagt hat, oder wenn Sie Ihre Kontoauszüge betrachten. Bleiben Sie weihnachtlich wachsam. Denken Sie in Konfliktsituationen immer an uns. Und beehren Sie uns mit einem inspirierenden Besuch.